Hallo Freunde, servus. Mein Name ist Ludwig Maurer. Wir sind bei uns im Bayerischen Wald in der Küche vom Stall. Zeitgleich läuft die wichtigste Messe, der wichtigste Branchenevent, der Treffpunkt für alle Biolandwirte, für alle, die sich mit nachhaltiger Ernährung beschäftigen und diese Lebensmittel auch erzeugen. Und wir haben uns überlegt, wir kochen mal ein bisschen für euch hier bei uns im Bayerischen Wald auf meinem Biobauernhof im Stall in Niederbayern in Rattenberg. Kochen tut mit mir heute der Sepp, aber am besten stellst du dich selber kurz vor, sagst ein bisschen was zu dir. Ja, vielen Dank, Lucky. Ich bin der Sepp Brunnbauer, Geschäftsführer vom Biokreis und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier beim Lucky Maurer auf seinem Hof Bio-Lebensmittel vom Biokreis verkochen. Wir haben eine große Auswahl von Biokreis-Produkten hier dabei und wir werden heute hier in der Küche vom Lucky Maurer hier im Stall versuchen, hier ein Menü zu zaubern von Produkten, die eigentlich mit auf der Biofach wären, wenn wir sie live hätten. Jetzt haben wir es hier virtuell und ja, schauen wir mal, was draus wird. Der Sepp hat schon ganz am Anfang ein ganz wichtiges Wort gesagt. Ist euch aufgefallen? Das erste Mal hat er gesagt, er hat ein Haufen schöne Bio-Lebensmittel mitgebracht. Und das ist immer so das Tolle. Das freut mich, wenn einer Lebensmittel sagt und nicht Produkt. Produkt ist ja Plastiktüten. Was wir hier haben, das sind Lebensmittel, die wirklich erzeugt werden mit Liebe, mit Herzblut, mit Fleiß und, sage ich mal, immer mit allerbestem Wissen und Gewissen. Was bedeutet eigentlich Bio? Das fragen mich viele. Ich habe begonnen als Biolandwirt 2004, haben wir uns zertifizieren lassen, habe dann 2008 auf Mutterkuhhaltung umgestellt. Wir werden später auch noch ein paar Bilder aus unserem Stall sehen. Also wir haben 60 Rinder in Mutterkuhhaltung im ganzjährigen Offenstall, bewirtschaften mittlerweile 40 Hektar ökologisches Grünland und erzeugen dadurch das Lebensmittel Fleisch, das beste Biofleisch. Und jetzt sind wir auch wieder beim Thema, das momentan, Sepp, da wirst du mir mit Sicherheit recht geben, ein Thema, das momentan wirklich in aller Munde ist. Fleisch, ja oder nein, darf man Fleisch essen? Ich meine, noch nie hat vegetarische und vegane Ernährung, gerade auch im Bio-Segment, so einen Boom gehabt, so einen Vorwärtstrend wie momentan, was auch gut ist. Denn wenn es ums Thema Fleisch geht, dann geht es auch immer um den ethisch korrekten Umgang mit Lebewesen, aus denen später Lebensmittel werden sollen. Und deshalb haben wir uns heute auch was ganz Besonderes ausgesucht. Der Sepp hat mir ja einen Korb an Lebensmitteln mitgebracht, wo ich echt sage, Respekt und Chapeau. Und wir werden heute auch Fleisch zubereiten. Und wer mich kennt, der weiß, es geht immer um Steak, es geht immer um Barbecue, es geht immer um Rindfleisch. Warum? Weil ich natürlich selber Rinder züchte. Aber der Sepp hat mir heute mal was mitgebracht, an das ich mich normalerweise überhaupt nicht ran traue, weil es eine Vertrauensgeschichte ist, weil ich nicht weiß, sind die Tiere ethisch korrekt behandelt worden und weil es wirklich so ein ganz schwierig einzustufen, das Fleisch ist. Und zwar, Sepp, was hast du mitgebracht? Ich habe dir heute eine Pute mitgebracht, und zwar eine Bio-Pute von Freilandputen Fahrenshausen. Ich denke, einer der namhaftesten Bio-Geflügelerzeuger in Deutschland, Mitglied beim Biokreis und ist ein Pionier in der Geflügel- und in der Putenerzeugung. Er war einer der ersten, der es geschafft hat, dass man die Bio-Pute eben auch draußen halten kann, im Freien. Pute ist ja eigentlich nicht das Tier, das aus Deutschland kommt, sondern eher aus wärmeren Gefilden. Und er arbeitet hier mit einer alten Rasse, das ist die Kelly Bronze-Pute. Und langsam wachsend, artgerecht gehalten, mit überwiegend heimischen Futtermitteln erzeugt und auf kurzem Weg auch dann verarbeitet und geschlachtet. Und ich denke, wir werden das auch an der Qualität merken, dass das mit einem herkömmlichen Putenfleisch nicht zu vergleichen ist. Und heute ist es eher andersrum, dass man sagt, wenn schon Fleisch, dann muss schon was richtig sein. Und ich sag mal, beim Rind wird noch relativ viel richtig gemacht, beim Schwein schon eher, aber Geflügel ist halt immer so dieses Streitthema schlechthin und gerade Pute. So, wir verarbeiten normalerweise auch keine Pute, weil wir solche Lebensmittel eben bisher noch nicht gekriegt haben oder noch nicht aufmerksam drauf waren, sondern haben uns damit beschäftigt. Aber im Vorfeld jetzt zur Biofach und unserer Kochsession mit dem Biokreis haben wir uns natürlich einiges überlegt. Und zwar, wir sind in Bayern. Ja? Aber die Pute an sich, also Turkey, wie der Ami sagt, kommt ja eigentlich aus dem Amerikanischen. Wir haben uns jetzt einfach mal überlegt, wir machen eine Fusion.
beider Kulturen, beider Gartechniken, beider Länder und beider Gerichte. Und ich habe jetzt einmal einen Puten-Rollbraten. Und den können wir jetzt, also der kommt so vorbereitet, wirklich, der ist fix und fertig, den müssen wir nur noch würzen. Und diesen Puten-Rollbraten könnte man jetzt ganz klassisch in die Rirnschirm wie ein Schweinerollbraten, der Klassiker bei jedem Fest, machen wir einen Rollbraten. Oder wir machen low and slow, also langsam und niedrig. Das bedeutet, über eine lange Zeit zubereitet in einem geschlossenen Garraum als Barbecue quasi. So, das Ganze müssen wir vorher noch würzen und das ist dann die amerikanische Art. Also wisst, wir nehmen jetzt diesen amerikanischen Turkey-Vogel, sag ich jetzt mal, diese bayerische Bio-Pute und bereiten low and slow auf dem Big Green Egg zu. Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir nach draußen gingen. So, also, die erste Fusion ist da. Bayerische Bio-Pute, amerikanisch zubereitet. Dann machen wir unser allerliebster Salat in Bayern. Was ist das? Es ist nicht der Kartoffelsalat, es hält sich die Waage mit dem Krautsalat. Und hier haben wir auch was vorbereitet. Weil wir ja in Bayern sind, machen wir den Krautsalat nicht klassisch aus Weißkraut, sondern blau-weiß, also wie die Farben unseres schönen Rautenwappens. Wir nehmen einfach ein Blaukraut. Und da dazu machen wir Knödel. Da haben wir ein wunderschönes Bio-Knödelbrot von der Bio-Bäckerei Wagner. Bio-Eier haben wir, Bio-Milch haben wir und da dazu eine Handvoll Kräuter. Und das Wichtigste an jedem guten Essen ist natürlich, dass auch die Getränke nicht fallen. Da hat der Sepp auch ein bisschen was mitgebracht. Was hast du da dabei? Das ist Bier von der Hofmarktbrauerei. Das hier kommt hier ganz aus der Nähe, aus Cham. Und der hat eine Bio-Schiene, also der ist nicht nur Bio, aber der macht ein paar Bio-Biere mit Biokreis, Malz und ja, das können wir sich schmecken lassen. Ich denke, passt gut zu unserem Gericht, was wir dann am Schluss auch essen werden. So, jetzt verrate ich mal einen Indianertrick, Sepp. Okay. Ein Köche, Lucky Maurer Indianertrick. Bier passt immer. So. Egal, also egal was, ne? Man sagt ja im Neudeutschen sagt man dieser Begriff Flavor und Food Pairing, ne? Oder Food and Drink Pairing. Was passt zusammen? In Bayern, Bier passt immer. Okay. So. Für die noch vor müssen, gibt man sagen, Bio-Bier passt in dem Fall immer. Bio-Bier passt immer. Und Hofmarkt, du wirst lachen, Hofmarkt trinke ich ja privat, weil das ist gar nicht weit weg, das ist in Cham. Ne? Ein super Bier. Ich glaube auch wirklich Pioniere, die waren so die Ersten, die dieses Öko-Bier gemacht haben. Zumindest in Cham, ja. Genau. Cham müsst ihr wissen, ist vielleicht der Nabel der Welt, gell? So, ich würde sagen, wir reden nicht lang, wir fangen einmal an. Bevor ich jetzt den wunderbaren Bio-Putenrollbraten ins Rohr schiebe, muss ich den natürlich würzen. So, und jetzt sind wir wieder im Amerikanischen. Wir würden den jetzt normalerweise würzen mit Salz, Pfeffer, Zucker. So. Jetzt machen aber wir Barbecue. Das bedeutet, wir müssen den vorher wirklich extrem marinieren und dazu machen wir unseren sogenannten Rub. Die einen oder anderen, die jetzt zuschauen, die werden wahrscheinlich sagen, wieso redet der Maurer mit jedem zweiten Wort Englisch? Ganz einfach. Es gibt auch einen deutschen Ausdruck dafür, den bayerischen. Ne? Ich könnte jetzt sagen, das ist mein Würzpulver oder meine Marinade oder meine Trockenmarinade. Aber im Amerikanischen, im Barbecue, unterscheidet man zwischen feuchter Marinade und trockener Marinade. Ja? Und das ist halt jetzt einfach einmal eine trockene Marinade. Also man spricht auch vom Rub. Und hier wollt ihr jetzt einfach mal meinen Rollbraten so durch. Und jetzt schaut mal, wie die Marinade da klebt. So. Wenn man das jetzt direkt in die Pfanne geben darf, wird natürlich der ganze Zucker und der Pfeffer und die ganzen Gewürze, die daten natürlich komplett verbrennen. Drum lassen wir es noch ein bisschen liegen, lassen es ein bisschen einziehen. Im Optimalfall, wer die Zeit hat, ne, es heißt ja low and slow, wer die Zeit hat, einfach nochmal einvakuumieren und über Nacht ziehen lassen. Durch den Druck, durch das Vakuum gehen die Gewürze nochmal viel besser rein. Und ansonsten kommt der jetzt gleich auf den Grill und am besten schauen wir mal hinaus. So. Die richtig harten Burschen, Sepp, die grillen das ganze Jahr, die grillen auch im Winter. Und ich habe schon mal was vorbereitet, das ist also ein Big Green Egg, also ein Kamado-Grill. Das ist eigentlich die älteste Form der Zubereitung. Das Schöne ist, man braucht keinen Strom, man braucht gar nichts. Und wir haben den jetzt mal indirekt eingeschalten. Das heißt, wir haben hier keine direkte Flamme. Wir haben jetzt so einen Konvektorstein und da legen wir jetzt den Putenrollbraten drauf. Und hier ist die Kunst, einfach die Temperatur konstant zu halten. So 120, 130 Grad. Und wenn der Putenrollbraten fertig ist, das wissen wir, wenn er im Kern 80 bis 90 Grad hat. Deckel zu und das war der ganze Zauber. Okay.
Grillst du gern? Ich bin ein leidenschaftlicher Griller, ja. Ehrlich? Aber ich habe natürlich nicht so was Professionelles. Aber prinzipiell ist das schon auch eine Leidenschaft. Was grillst du? Steaks und Würstel? Steaks, Würstel, genau, aber hauptsächlich Rindfleisch und Würstel. Ja, dann probieren wir es halt mal mit Pute da zusammen. Machen wir. Okay, du bist es fertig wird, das ist das Schöne am Grillen. Das geht vorher allein, das kocht sich von selber. Und in der Zwischenzeit machen wir einfach unsere Knödel. Okay. Und gut ist. Also wir schauen schon darauf, dass wir eben auch die Landwirte unterstützen bei uns. Und es hat sich natürlich auch in diesem Bio-Kreis, wie eigentlich der Name von euch schon sagt, ein gewisses Netzwerk gebildet, wo wir sagen, okay, wir kaufen unsere Milch, wir kaufen unsere Sahne, wir kaufen unseren Butter bei der Biohofmolkerei Berl, darf ich glaube ich in dem Zusammenhang jetzt mal sagen, ne? Weil einfach die Wege kurz sind und weil wir wissen, was wir kriegen. Und weil es natürlich auch für uns ein gutes Argument ist, den Preis zu rechtfertigen, indem man sagt, jawohl, ne? Schaut mal hin, wie die ihre Landwirtschaft betreiben. Die machen sie mit Absicht transparent, weil sie gar keinen Grund haben, sich nicht transparent zu machen oder weil sie nichts zum Verstecken haben, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist, denke ich, schon eine Eigenart vom Biokreis, dass wir auf regionale Netzwerke schauen, dass wir Wertschöpfungsketten in den Regionen mitentwickeln. Aber nicht nur, dass die Produktion passt, sondern dass einmal die regionalen Verbindungen passen, dass die kurzen Wege wichtig sind und dass eben die einzelnen Kettenmitglieder, sage ich mal, Bauer, Verarbeiter, Händler, dass die fair miteinander umgehen. Ja. Das ist unser ganz wichtiges Anliegen und deswegen ist nicht nur wichtig, dass wir faire Schokolade haben, was auch wichtig ist, sondern dass wir auch darauf schauen, dass in der Region die Verbindung und das Miteinander fair abläuft. Und deswegen gibt es bei uns neben der Biokreis-Zertifizierung auch eine Zertifizierung, die schaut, dass regional und fair abläuft. Das sind einmal auf jeden Fall ziemlich wahre Worte, wo Sie sagen, ich bin ja selber Biolandwirt. Jetzt einmal so eine essentielle Frage. Sagst du, die Lebensmittel müssten eigentlich nochmal ein bisschen teurer werden? Wir brauchen wieder eine ganz andere Wertschätzung für so gerade Lebensmittel wie so Grundnahrungsmittel wie Eier, wie Mehl, wie Milch? Das ist ein Grundproblem, dass wir in Deutschland ganz wenig, also wir geben ganz viel Geld für unsere Küchen aus, aber wir haben dann kein Geld mehr für Lebensmittel übrig, so kommt mir gerade vor. Und die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln hat die letzten Jahre immer mehr abgenommen. Es sind Dinge wichtiger geworden wie Auto und Urlaub fahren und so, das auch darzustellen. Und am Schluss ist jetzt der Deutsche so weit, dass er nur noch 10% seines Einkommens für Lebensmittel ausgibt. Ich denke, da brauchen wir eine Trendumkehr. Wir brauchen wirklich wieder die Wertschätzung für Lebensmittel. Und an der Stelle, glaube ich, ist wichtig, dass er jeder auch den Wert erkennt, der dahinter steckt, wo ein Landwirt 365 Tage im Jahr zum Beispiel Milch, seine Kühe melkt, jeden Tag in den Stall geht und ein tolles Lebensmittel erzeugt. Und ich denke, der Preis ist auch Ausdruck für die Wertschätzung für das Lebensmittel. Und am Ende des Tages, wenn die Wertschätzung passt, eben auch nicht so viel weggeworfen. Ich bin voll bei dir. Als wir angefangen haben mit unserem Wagyu, mit unserem Bio-Wagyu, habe ich einfach mal so eine Aufschlüsselung gemacht, was das eigentlich kostet. Und dann habe ich natürlich erstmal gesehen, was Fleisch, das wirklich nicht ökologisch erzeugt wird oder nicht biozertifiziert ist, was Fleisch aus einer anderen Form der Tierhaltung, aus einer extrem konventionellen Tierhaltung, für einen Wert hat. Und bin eigentlich erstmal erschrocken, weil als Koch hast du dir über sowas nie Gedanken gemacht. Als Koch sagst du, okay, ich muss ein Gericht, ich muss eine Veranstaltung planen, dann hast du dein Sortiment und dann sagst du, okay, ich brauche für 200 Leute einen Rinderbraten und dann kaufst du einfach mal das Günstigste. Ne? Weil je günstiger du kalkulierst, desto mehr bleibt hinterher für dich übrig. Und ich habe einmal einen ganz entscheidenden Einschnitt gehabt. Und zwar war ich bei einer großen Veranstaltung, wo wir für 1800 Gäste gekocht haben. Und diese 1800 Gäste haben im Hauptgang eine Rinderfilet-Medaillon gehabt. Das heißt, wir haben aus einem Rinderfilet-Medaillon 10 Portionen rausgerückt. Das heißt, wir haben, wie viel braucht? 180 Rinderfilet. Und ich habe das halt alles vorbereitet, ne? So wie immer, wie man halt funktioniert. Ne? Du traust 1800 Knödel, du machst 1800
Rinderfilet-Medaillons, das heißt, du hast 180. Das war wirklich, das waren 10 rote Fleischkisten voll nur mit Rinderfilet aus Argentinien, aus Uruguay, wo ja erst einmal nichts dagegen spricht. Aber ich habe mir halt dann aus diesen 180 Rinderfilet, haben wir vorgestellt, das waren jetzt 90 Tiere. Das waren 90 Tiere. Also 9-mal so viel, wie ich selber im Stall stehen habe. Mhm. Für diesen einen Moment. Und da war auch dann so für mich der Punkt, wo ich sage, okay, wir müssen auch die Viecher wieder, die Viecher wieder ganzheitlich verarbeiten. Und nicht mehr nur Rostbeef, Lende, Filet, sondern wir müssen das ganze Tier als Edelteil anschauen und wir müssen das ganze Tier verarbeiten dazu. Gut, wir machen auf jeden Fall weiter, weil unser, ich würde sagen, du machst die Gnädel. Okay. Hast du schon mal Gnädel gemacht, Sepp? Ich habe schon mal Gnädel gemacht. Du hast schon mal zugeschaut, bist du nicht, oder? Nein, aber schon Sonntag, mal Sonntagvormittag, ich habe schon mal zugeschaut. Genau. Sagt der einen, ne? Und da stellt sie jetzt immer aber außer. Aber wie gesagt, da kann man mehr Gnädel machen wie einen. Ja, okay. Also wenn ich deine Hände so anschaue, dann bist du gleich fertig mit dem bisschen Gnädelmasse. Ne? Was ist jetzt da drin? Da drin ist jetzt von der Bäckerei Wagner das Bio-Knödelbrot. Okay. Dann ist drin ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker. Dann ist drin natürlich Eier, Milch. Viel machen bei den Knödeln die Milch vorher warm, das lasse ich weg. Einfach, weil es mir zu viel Arbeit ist und weil ich noch nicht verstanden habe, wo der Sinn dahinter ist. Und dann gibt es noch einen alten Indianertrick, einen alten bayerischen Indianertrick, wenn man ein bisschen Brotgewürz drauf macht. Also ein bisschen Sternanis oder ein bisschen Anissamen, ein bisschen Koriander und ein bisschen Fenchel. Also dieses typische Gewürz, was man ins Bauernbrot reintut, dann haben die Gnädel auch einen Eigengeschmack. Dann sind die Gnädel nicht immer nur abhängig von der Soße und schmecken neutral, sondern dann haben die Gnädel einen Eigengeschmack. Okay. Ja? Also dann ist das eigentlich ein Produkt, wo man alte Semmeln verarbeitet. Ja. Und das ist ja, also was zum Beispiel bei der Bäckerei Wagner, der eben hier auch aus seinen Semmeln, nehme ich an, eben Knödelbrot macht und damit ein Stück weit auch ja, dagegen, oder wie sagt man da, schaut, dass man nicht so viel wegwirft. Ja, also eigentlich, ich benutze jetzt einmal dieses Wort, dieses Nose to Tail, ne? Das ja synonym geworden ist für ganzheitliche Verarbeitung. Okay. Und wenn ich sage, das ist halt im Endeffekt auch Nose to Tail, ne? Ich habe die Semmel, die mir trocken worden ist über die Nacht, die übrig geblieben ist, wenn ich die in der nächsten Instanz nochmal mit dazu mache. Dann ist auch drin noch die Milch, Heumilch. Ist ein Riesenunterschied, Milch und Heumilch. Kannst du vielleicht ja, genau, kurz erklären? Ne? Also es gibt ja verschiedene Milchqualitäten und das Biomilch ist schon mal die bessere, sage ich jetzt einmal, zur herkömmlichen Milch. Und bei Biomilch gibt es auch noch mal den Unterschied zwischen Biomilch und Heumilch. Das heißt, die Kuh hat keine Silage gefressen, ja, sondern kriegt halt im Sommer Weide, also Gras, und im Winter nur Heu. Und das ist also zertifiziert oder die Qualität nennt man Heumilch. Und an der Stelle, ich denke, so die bessere Qualität der Milch, weil in der Heumilch mehr Omega-3-Fettsäuren sind, also Fettsäuren, die gut sind für uns, fürs Herz, für den Kreislauf. Und die Weiterentwicklung, denke ich, von der Milch ist auch nochmal die muttergebundene Milch. Das heißt, dass die Kälber bei der Milch, bei der Kuh bleiben und eben nicht nach dem Kalben gleich von der Kuh wegkommen. Das ist, denke ich, auch nochmal was im Hinblick auf verstärktes Tierwohlinteresse und ja, dass man hier drauf schaut, dass die Kälber auch bei der Kuh bleiben. Hier haben wir eine Heumilch, das heißt ohne Silage gefüttert und im Winter mit Heu, im Sommer mit Gras. Biokreis kommt aus Oberbayern, gibt es zu kaufen im Lebensmittelhandel. Und Eier? Eigentlich das Wichtigste. Muss ich kurz sagen, immer wenn ich gefragt wäre, Luki, was ist für dich das aller wichtigste Lebensmittel auf der ganzen Welt, dann muss ich sagen Eier. Du kannst ohne Eier kannst du mal gar nichts machen. Okay. Also du kannst ohne Eier keinen Knödel, du kannst keine gescheiten Nudeln, du kannst keine gescheiten Spätzle, du kannst keinen gescheiten Kuchen backen. Klar, jetzt werden die Veganer wieder sagen, Eier braucht kein Mensch, also ich kann ohne Eier nicht kochen. Und für mich ist eins der schönsten Gerichte überhaupt, ein wachsweich gekochtes 7-Minuten-Ei, ne, wo der Dotter richtig schön cremig ist, ein bisschen Salz drauf, also das ist die Offenbarung. Und wenn man mal überlegt, was Ei in unserer Küche für als Triebmittel, als Bindemittel, ne, für eine wichtige Funktion ist. Also darum bin ich bei Eier immer extrem vorsichtig und da kaufe ich mir eigentlich auch nur Bio. Sehr schön. Ja. Nee, wir haben hier die Bio-Eier von den Biohennen. Ist eine Erzeugergemeinschaft von etwa
50 Biobauern, Biokreisbauern, die sich zusammengeschlossen haben, um gemeinschaftlich eben Bio-Eier, Bio-Kreiseier zu vermarkten. Ei ist ja prinzipiell das Produkt, was im Vergleich zu konventionell sehr viel schon gibt, Bio. Also wir haben etwa 10% der Betriebe oder der Eier, die jetzt biologisch schon gekauft. Und das ist im Großen und Ganzen viel. Wir haben bei Fleisch haben wir nach wie vor erst bei 2%, Schweinefleisch 2%, Rindfleisch ein bisschen mehr. Bei Geflügel haben wir sogar noch drunter. Aber Eier, und das bestätigt ja auch deine Aussagen, dass Eier wichtiges Lebensmittel ist. Also, damit es noch was zum Essen gibt, ne? Aber du merkst, es ist wirklich interessant, damit es noch was zum Essen gibt, hier drin ist jetzt lauter richtig guter Stoff. Also wir haben die Bio-Heumilch drin, wir haben die Bio-Eier drin, wir haben das Bio-Knödelbrot drin. So, ich habe jetzt noch ein bisschen Kräuter, einfach für die Optik, damit es ein bisschen grüner wird, die ganze Gaudi, und damit es ein bisschen gesünder ausschaut. Und habe ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Brotgewürz. So, jetzt geht es darum, ich zeige dir jetzt mal einen Trick, ich mache mir immer die Hände ein bisschen nass und dann mache ich immer einen so einen Knödel. Und das kannst du jetzt entscheiden, wie groß das der werden soll, weil du musst die nämlich jetzt rollen. Okay. Also wie gesagt, du hast schon mal Knödel gerollt. Ich habe schon mal Knödel gerollt. Ja, das erzählen kann man viel, das werden wir jetzt gleich sehen, ob das auch stimmt. Ja? Und jetzt sage ich dir noch einen Trick, je kleiner das werden, desto schneller sind sie fertig. Ja? Okay. Und ich würde jetzt sagen, schau mal so, diese Größe. Das ist jetzt natürlich ein wahrlich meisterlicher Ludwig Maurer Knödel. Ne? Da wirst du jetzt noch nicht so schnell hinkommen. Das ist jetzt ein Semmelknödel. Genau, oder ein Semmelknödel, weil es sind ja mehrere Semmeln aber drin. Also ein Semmelknödel ist, wird ja nur aus einer Semmel gemacht. Ah, okay. Und der Reiberknödel ist der Kartoffel. Der Kartoffelknödel. Genau. Okay. Genau. Also dann greife ich da mal rein. Greif da mal rein. Und ich bereite dann in der Zwischenzeit schon mal unseren Coleslaw vor. Hast du das gewusst mit den Semmelknödel? Dass das nur aus einer Semmel? Semmelknödel ist aus einer Semmel, okay. Und Semmelknödel sind aus mehreren Semmeln. Okay. Also ist mir gerade so eingefallen. Also nein, das kann schon sein, aber na? Der Karl Valentin hat das, genau. Hat das Rätsel. Richtig. Okay, ist der... Ehrlich gesagt schon gut. Schon, ich hätte jetzt gar nicht zutraut. Du hast jetzt gemeint, ich... Sei ehrlich, daheim hast du schon geübt, oder? Du hast gewusst, du kommst rein und hast gestern noch 100 Knödel gemacht. Nein, habe ich nicht, aber ich bin, wie man sieht, nicht nur Bauer, also nicht nur Biobauer, sondern ich bin auch Koch, wenn ich jetzt auch kein Profikoch wie du, aber ich koche gern. Ja. Ja, ich koche gern und kann mich auch ernähren, wie man sieht. Okay. Ja. Ja, also wollte ich jetzt nicht sagen, aber und in meiner sieht man's ja auch. Und in meiner Küche ist, ich denke schon, 98% Bio. 98%? Ja, das ist also es ist ganz super. Selten, dass ich einmal was nicht Bio kriege. Dann, aber ansonsten mache ich schon Bio. Und jetzt, weil man ja sagt, dass sie Bio keiner leisten kann. Also wie gesagt, das stimmt ja nur bedingt. Wie gesagt, haben wir eingangs schon mal erzählt, dass in Deutschland nur 10% vom Einkommen für Bio oder für Lebensmittel ausgegeben wird. Aber trotzdem sind wir die am meisten wegwerfen. Und und von daher gibt es eigentlich, es gibt drei Regeln oder drei so Regeln, die für... Machen wir einen Achsen. Der ist schon... Die dafür sprechen, dass man sich Bio leisten kann. Und ja. Das eine ist, dass man weniger wegwirft. Ja. Das ist einmal das Erste. Dann, dass man weniger Fleisch in der Küche hat. Richtig. Aber dann, wenn dann ein Gescheites. Bin ich voll hinter dir? Genau. Genau, das ist ja meine Aussage. Und ja. Das Dritte ist, und das, was man jetzt bei Corona macht, dass man wieder öfter miteinander kocht. Und das erlebe halt ich bei mir daheim, meine Buben da sind, dass wir miteinander kochen. Und mein älterer Sohn ist ein begnadeter Koch, obwohl er Jurist ist. Mhm. Der kocht total gern. Und wenn die kommen, dann ist es ein Fest. Okay. Und das merkt man, glaube ich, jetzt auch, dass die Leute wieder mehr daheim kochen und auch mehr Bioprodukte einsetzen. Und von daher wären das die drei Dinge: weniger Fleisch, weniger Wegwerfer, mehr selber kochen und mehr Spaß haben beim Kochen. Dann kann man sich auch Bio leisten. Das muss man, glaube ich, das so feststellen. Das ist jetzt eine Aussage. Also das ist jetzt einmal eine Aussage, die muss man sich wirklich, weil das Hauptargument ist immer, Bio war schon gut, Bio wäre super, aber es ist ja zu teuer, das kann sich ja fast keiner leisten. Und wie du sagst, wenn man das alles wieder ein bisschen, und das erlebe ich ja selber auch, ich meine, ich habe selber Rinder, ne? Ich gebe fast jeden Tag ein Grillseminar oder einen Steakkurs. Ja, glaubst du, dass ich jeden Tag aufstehe und mache mir erst einmal ein 600 Gramm T-Bone Steak? Ne? Also man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Und ich glaube einfach, dass es
man muss auch nicht jeden Tag 10 halbe Bier trinken. Kann man mal eine Zeit lang machen, aber man muss einfach wirklich wieder so einen Ausgleich finden. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Viel Gemüse, viel Gnädel. Was ist jetzt mit dem? Was machen wir mit dem letzten Ding? Das tut man einen dazu, oder? Das ist eine halbe Portion. Du, das ist für einen Kameramann. Das ist eine halbe Portion. Okay. Aber du kannst die Gnödel gleich schon mal ins Wasser. Okay. Wir haben jetzt einfach ein Wasser aufgesetzt. Schauen wir mal mit drüber. Und das ziehen wir jetzt so leicht dahin. Jetzt gebe ich dir noch einen Trick mit auf den Weg. Immer ein Prisen Salz mit rein. Auch wenn du Würstel machst oder so. Hast du es gewusst? Nein. Pass auf, das ist auch nochmal ein Trick, wenn man Würst warm macht, zum Beispiel Wienerl oder Weißwürst, immer das Wasser salzen. Okay. Weil in der Wurst ist ja auch Salz drin. Okay. So, und das hat mit Osmose und pH-Wert Ausgleich zum Tor. Darum schmeckt nämlich das Würstel, wenn du es 10 Minuten drin lässt oder drin auskühlen lässt, schmeckt es hinterher noch nichts mehr. Aber das Wurstwasser schmeckt nach Wurst. Aha, das soll immer gescheit salzen. Ah, okay. So, und wenn du den Gnädel gesalzen hast, musst du natürlich auch das Gnädelwasser salzen. Ah, okay, aber verstehe. Die kannst du jetzt einfach einzeln einmal reinkugeln lassen. Okay, mache ich. Die müssen dann schwimmen. Die schwimmen gleich, wenn alle drin Obwohl sind. So wenig Wasser drin ist. Ja, sparen. Uns trotzdem wir sind im Bayerischen Wald, wir können aber nicht so dekadente hinkochen. Okay, das... Den tust du mit rein. Okay. Das ist unser Probeknödel. So, ich sage jetzt mal so Viertelstunde, 20 Minuten. Und in der Zwischenzeit habe ich schon mal was vorbereitet. So, jetzt bin ich dran. Ich mache den Salat. Und zwar haben wir Blaukraut genommen. Ja. Und jetzt für die Leute, die nicht aus Bayern kommen, was ist Blaukraut? Ne? Ich sage mal so, der gemeine Nicht-Bayer sagt Rotkohl. Ich habe aber noch nie in Bayern Rotkohl sagen hören, oder? Ich weiß nur, wer auf Gott vertraut, der braucht kein Kraut. Wer auf Gott vertraut, der braucht kein Kraut. So, und den haben wir jetzt einfach mal ganz dünn gehobelt. Und da kommt jetzt auch wieder ein bisschen Salz dazu und ein bisschen Zucker dazu. So, und wir kochen jetzt nach dem Motto süß, scharf, sauer, salzig. Schon mal gehört? Zucker ist doch ein Element, das man oft verwendet in der Küche, gell? Genau. Obwohl man es nicht weiß, dass das drin ist. Richtig. Es ist so, muss ich ein bisschen ausholen, süß, scharf, sauer, salzig. Egal, was du machst, zum Beispiel, wenn du einen Salat marinierst, immer diese 4 S mit dazu. Okay. Meine Oma, die war auch schon so eine Umami-Experte, Umami kennst du ja nicht, der vollkommene Geschmack, okay. Sagt man Umami dazu. Und meine Oma war auch schon so Umami-Experte, die hat auch immer, wenn die nur einen Salat mariniert hat, hat die 4 S benutzt. Und das musst du merken fürs Kochen. Süß, scharf, sauer, salzig. Okay. Jetzt, wenn meine Oma einen Salat mariniert hat, hat die für süß ein bisschen Zucker, für salzig, Salz logischerweise, für scharf ein bisschen gemahlener Pfeffer und für sauer hat es einfach ein bisschen Essig mit dazu. Okay. So, und wir haben jetzt auch genau dasselbe Spiel. Süß, scharf, sauer, salzig. Salz haben wir in Form von Salz. Süß haben wir jetzt ein bisschen Dings dabei, ein bisschen Zucker. Aber wir nehmen auch noch ein wenig Honig mit dazu. Okay. Und Honig ist ja eigentlich so, ich weiß nicht, hast du Bienen? Ich habe auch Bienen, ja. Ich habe auch Bienen. Wirklich? Ja. Aber richtig brave, ich habe die bravsten Bienen überhaupt. Ich glaube, ich habe die bessersten Bienen überhaupt. Die bessersten? Also was hast du, Kanika? Kanika, ja, ja. Schwarze, die alten Schwarzen. Ja, die alt sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß auf alle Fälle, dass die Bienen, dass es hartes Unterfangen ist, Honig zu erzeugen und wirklich ein besonderes Geschick braucht für die Imkerei. Und es aber ganz wichtig ist, dass wir die Bienen am Hof haben oder überhaupt die Imkerei entwickeln. Es war ja lange Jahre jetzt so, dass die Imkerei ab oder zurückgegangen ist, jetzt erst nicht nur seit dem Volksbegehren in Bayern mit den Bienenbegehren, sondern das schon vorher hat man gemerkt, dass die Imkerei immer wichtiger wird und dass auch wieder junge Leute sich für die Imkerei interessieren. Wir haben ja relativ viele, sehr viele Imker beim Biokreis. Jetzt sagt man, was ist beim Bio oder beim Bio-Honig-Bio? Was ist da Bio? Das ist jetzt die Frage, die auch vielleicht für euch, wie ihr daheim jetzt zuschaut, wo ihr sagt, woher weiß die Biene, welche Blume Bio ist? Ja? Wenn jetzt die Biene, sage ich mal, vom Biolandwirt rausfliegt auf die Verkehrsinsel und da blüht jetzt gerade irgendeine besondere Blume, und die schnappt sich den Nektar. Ist der dann Bio oder ist der nicht Bio? Oder wie kann man das einfach erklären, was ist Bio-Honig und was nicht? Also man kann natürlich der Biene nicht vorschreiben, wo sie fliegt, aber die Biene ist prinzipiell blütenstet, sagt man. Die fliegt also, wenn sie irgendwo blüht, immer auf die Blüte. Und von daher ist es verboten, dass man
intensive Kulturen anwandert. Das heißt, dass ich einen intensiven Raps anwandere, das ist für Bio-Imker verboten. Dann ist natürlich die ganze Honigherstellung, Verarbeitung, Medikamenten mit Varroa und so weiter, das ist auch bei Bio-Imkern reglementiert. Beim Biokreis geht es sogar noch so weit, dass wir uns um das Wachs kümmern. Das heißt, wir schauen, dass das Wachs auch ohne Rückstände ist, weil wir sagen, das Wachs ist das Bett der Bienen. Und wenn die dort immer drin sind, dann muss das Wachs möglichst sauber sein. Also da schauen wir mir ganz besonders drauf. Und was man mir, also der Honig da, der ist jetzt von der Honigerzeugergemeinschaft, ist in Regensburg in der Oberpfalz. Und der hat über 100 Bio-Imker, die für ihn oder für die Honigerzeugergemeinschaft Honig erzeugen. Und den gibt es auch im Naturgastfachhandel und ist ein bayerisches Produkt. Wie man da sehen kann, ist ein Biokreisprodukt, ist fair erzeugt, das muss man auch sehen. Und da kommt, glaube ich, beim Honig drei Aspekte zusammen, dass er aus der Region kommt, dass man eben nicht, dass unsere Obstbäume und so weiter bestäubt werden, dass es regional ist, dass es fair ist und dass es bio ist. Und das, denke ich, ist der Honig eigentlich ein ganz wichtiges Produkt, weil er nämlich die Elemente in der, ja, in diesem Kreislauf auch darstellt und symbolisiert. Und in Deutschland haben wir ja ganz wenig eigenen Honig, also wir importieren ganz viel Honig aus dem Süden, aus Südamerika. Und der südamerikanische Imker tut sich sehr viel leichter, weil der hat die drei- oder vierfache Honigmenge, die er jedes Jahr erntet. Deswegen kann auch der Honig, der jetzt dann aus dem Ausland kommt, sehr viel billiger sein, weil eben die das ganze Jahr ernten können, und bei uns, wir haben natürlich die Winterruhe und so weiter. Aber wie gesagt, Honig ganz wichtig und ganz wichtig aus der Region und ganz wichtig, dass er bio ist. Ja. Und ich habe auch vor, das war ja mal so ein Trend, dass alle Köche auch Bienen haben. Ich habe das angefangen, als ich den Hof übernommen habe. Mein Opa, der hat immer die Imten, wie wir sagen. Ja, der hat Imten recht gern gemickt. Und dann habe ich mich mal ein bisschen damit beschäftigt und habe von meinem Onkel tatsächlich dieses alte Handwerk, sage ich mal, oder diese Kunst der Imkerei ein bisschen gelernt, auf die harte Tour, sage ich jetzt einmal. Der war noch nicht so vorsichtig mit Schleier und Rauch und so. Und ich muss sagen, wenn du einmal durchgestiegen bist, was da passiert in so einem Volk, ja, wie das sortiert ist, dann musst du sagen, das ist wirklich ein Riesenwunderwerk. Und dann ist, dann fragst du dich bei jedem Mal, wenn du irgendwo siehst, dass ein Glasl Honig für nur 3 oder 4 Euro angeboten wird, dann fragst du jetzt mal, wie soll das bitte funktionieren. Mhm. Ne? Und also, ein sehr, sehr hochwertiges Lebensmittel, kommt auch mit rein, ist unsere süße Komponente. Und ich habe ja gesagt, süß, scharf, sauer, salzig. So, süß haben wir jetzt, salzig haben wir. Jetzt machen wir scharf und da nehme ich jetzt einfach ein bisschen schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Der kommt da mit dazu. Dann brauchen wir sauer. Sauer macht der Bayer, wie immer schon, mit ein bisschen Essig. Da nehme ich jetzt einfach einen Weißweinessig. Da gibt es auch, hast du gesagt, ganz gute Bio-Qualitäten. Wunderbar. So, ganz zum Schluss kommt noch Zitrone. Ne? Also ich habe jetzt hier, Zitronen gibt es leider in Bayern nicht, aber das ist eine sizilianische Bio-Zitrone. Okay. Die haben jetzt gerade, jetzt während die Bio-Fach ist, werden die geerntet. Mhm. Ne? Und ich könnte jetzt auch den Abrieb nehmen, den benutze ich aber später. Und ich mache jetzt einfach ein bisschen Saft dazu und da zeige ich euch einen Trick. Ihr schneidet das einfach so ein und dann drückt es da zusammen. Und dann läuft genau an der Messerspitze der Saft runter. Okay. Seht ihr das? Das ist so ein Angebertrick. Muss man auch nicht machen. Ne? Aber macht immer ein bisschen was her. Der Vorteil ist, dass mir halt die Kerne nicht reinfallen. Wenn wirklich mal einer auf so einen Kern drauf beißt, sagst du, das sind Pinienkerne, die sind sauteuer. So. Gut, das war eigentlich der ganze Zauber. Sepp, wenn du magst, kannst du mir den Rahmen noch aufmachen. Weil normalerweise kommt ja in den Coleslaw ein bisschen Mayonnaise mit rein. Ne? Bei den Amis wird mit Weißkraut gemacht, kommt Mayonnaise mit rein. Wir dann aber jetzt ein bisschen Schmand mit dazu. Und da ist eigentlich, je fetter, desto besser. Wirklich? Ja, freilich. Ne? Im Fett sind dann die Geschmacksstoffe. Ja, Fett unterstützt das Ganze halt. Ne? Und manchmal muss man sich auch mal ein bisschen Fett gönnen. Ne? Also wir übertreiben das vielleicht ein bisschen, wenn ich uns zwar so anschaue, aber okay. Was hilft's? Okay, also hier das Fett. Das Fett. Ich kann auch ein bisschen magerer machen, wenn du willst. Du, der Putenrollbraten ist eh schon so mager. Oder? Okay, ich glaube. Tun wir noch einen Löffel mit rein. Schmecken soll es ja auch. So, und dann wird das ein richtig schöner, cremiger Coleslaw. Den könnte man jetzt auch wieder für unsere Burger verwenden. Oder wir lassen den jetzt einfach einmal so.
Schmeckt man nachher noch ein bisschen ab. Und dann darf ich mal sagen, der Coleslaw ist fertig, die Gnödel sind auch drin. Ich darf jetzt sagen, wir holen jetzt einfach einmal unser Fleisch vom Grill. Das müsst ihr nämlich mittlerweile haben. Okay, machen wir. Ich sag's euch jetzt, 91 Grad, seht ihr das? Und das Einfachste am Barbecue ist, man muss sich nur zwei Zahlen merken. Ja? 120, 90, das heißt 120 Grad im Garraum. Und wenn der Kern 90 Grad hat, sind wir fertig. Und jetzt kommt der große Moment. Freunde, schaut mal her. Ja, jetzt kommt der große Moment. Ich schaue jetzt, was passiert ist in den drei Stunden. Wir haben uns zwischendurch ein bisschen durchs Hofmark-Sortiment probiert. Oh. Sepp, was sagst du? Sieht lecker aus. Sieht lecker aus. In Bayern würde man sagen, schaut gut aus. In Bayern sagt man nicht lecker, gell? Nicht. Also du kannst mir mal am. Genau. Ich würde sagen, gehen wir raus. Okay. Ist ein bisschen heiß. So. Oh. Ein ins Reindl. Ich schaue schon mal bayerisch rustikal aus. Ja. So. Dann gehen wir in die Küche und richten wir die Gaudi an. Okay. So. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Ja? Da haben wir jetzt unseren Rollbraten, unseren Putenrollbraten. Jetzt geht es eigentlich nur noch ums Anrichten. Und ich tue jetzt meinen Teller her. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, magst du mir mal die halbe Bier geben? Was ist das beste Essen? Warte mal. Ich hab natürlich. Oder mach du mal auf. So, jetzt kriegst du mal. Achso, irgendwann, du machst das mit der Bierflasche auf. Achso, ja, das kann ich auch. Sag einmal her. Der Profi-Tipp für zu Hause, aber wir, hey, gell, wir elegant. Ne? Hell, das ist das Beste. So ist das englische Wort für Hölle und das bayerische Wort für Himmel. Hell. So, das gebe ich dir gleich mal. So, das Wichtigste ist, dass wir das jetzt vorher probieren, weil der Rest von dem Bier, den schütten wir natürlich nicht weg, der kommt in unsere Sauce rein. Sepp. Okay, Prost. Schaut schon ganz gut aus. Da nehmen wir jetzt ein helles, kein dunkles für die Sauce. Man nimmt immer das, was man hat. Wirklich? Ne? Man könnte auch dunkles nehmen. Dunkel ist natürlich malziger, hat ein bisschen malzigere Noten. Aber ich nehme jetzt einfach das helle. Und da sind wir jetzt soweit. Ich habe mir da schon mal ein bisschen Soße vorbereitet. Das ist einfach so eine klassische Bratensauce. Jetzt sind wir im Pürierstab. Montiere einfach noch ein bisschen Bier rein. Und beim Bier ist es wichtig, dass man das Bier nicht zu früh rein tut, weil wenn das reduziert, wird es bitter. Also wenn Bier, dann einfach zum Schluss nochmal einen Schluck mit rein. Und dann hat man einen schönen Schaum. Riecht jetzt auch her. So. Also das heißt beim Schweinsbraten, wenn man ein dunkles Bier rein tut, auch zum Schluss rein. Ich tue es zum Schluss, manche löschen mit Bier ab, ja, aber je früher du das Bier rein tust und je mehr das Bier reduziert, desto bitterer wird es. Okay. So, jetzt muss ich da einmal kurz rein und brauche mal noch einen Schöpfer. Dann schauen wir mal, wie deine Knödel geworden sind. Einwandfrei. Ich sag mal so, Sepp, schaut gut aus, eigentlich ja. Kannst du bei uns anfangen. So, eigentlich. Jetzt tun wir mal die zwei Knödel drauf. Bisher ist es noch sehr, sehr bayerisch. Gell? Dann schauen wir mal, was unser Braten sagt. Auf jeden Fall schön warm. Haben wir jetzt mal Sägemesser. Ich will ja nichts sagen. Ne? Aber? Da sieht man jetzt einmal, dass ich ein wahrer Meister meiner Zunft bin. Jetzt hat man es gesehen. So, das Netz lasse ich jetzt mal mit dran. Das kann man nämlich auch am Tisch runter und da. Und jetzt kommt noch ein bisschen, das ist jetzt nur für uns zum Probieren. Wahnsinn. Butterzart. Ein bisschen ein Coleslaw mit dazu. Jetzt kommt unsere Sauce. Was sagst du? Zart und saftig, würde ich sagen. Also wirklich ein. So, die Sauce, einfach ein bisschen damit drüber. Ganz zum Schluss machen wir noch ein bisschen was Grünes. Haben wir jetzt ein bisschen so Radieselsprossen. Das kommt immer gut. Und bringt nochmal so eine kleine feine Schärfe mit dazu. Et voilà, unsere
amerikanisch-bayerische Freundschaft. Rollbraten von der Bio-Freiland-Pute mit hausgemachten Semmelknödel, einem Bavarian Coleslaw, also einem bayerischen Rahm, Krautsalat, ein bisschen Radieselsprossen und einer schönen Biersauce. Was will man mehr? Schaut super aus, ja. Jetzt probieren wir es am besten noch. Machen wir. Sepp, auf die Liebe, aufs gute Essen, auf die Biolandwirtschaft. Schön, dass du da warst. Prost. Prost.